3-1 against Hungary, Switzerland secures victory. Report: Switzerland defeats Hungary in Euro qualifiers. Exciting triumph for Switzerland in the Euro qualifiers. In an exciting Euro qualifiers match, the Swiss national football team achieved an impressive victory against Hungary. The final score of 3-1 brought enormous joy to Swiss fans and strengthened the team's position for the upcoming tournaments. Das Spiel, das gestern Abend stattfand, war nicht nur ein sportlicher Höhepunkt, sondern auch ein Beweis für die stetig wachsende Stärke des Schweizer Fußballs. Von Anfang an zeigte die Schweizer Mannschaft eine engagierte Leistung. Trainer Murat Jakin setzte auf eine offensive Aufstellung und vertraute dabei auf die spielerische Qualität seiner Schlüsselspieler. Schon in den ersten Minuten dominierte die Schweiz das Spiel und drängte Ungarn tief in die eigene Hälfte. Der erste Treffer ließ nicht lange auf sich warten. In der 14. Spielminute verwandelte Briel Embolo, der Stürmer von AS Monaco, eine präzise Hereingabe von Ricardo Rodriguez per Kopfball zum 1:0. Dieser frühe Treffer brachte das Team von Jekin in eine komfortable Position und setzte die ungarische Abwehr mächtig unter Druck. Ungarn, unter der leadership of coach Marco Rossi, tried to make the game more balanced afterwards. However, the Swiss defense, led by captain Granit Xhaka, showed a solid performance and hardly allowed any notable goal-scoring opportunities. Only a long-range shot from Dominik Soboslai briefly posed a threat, but goalkeeper Jan Sommer was there to prevent the equalizer. The second half started similarly dynamic to the first. Obwohl sie in Führung lagen, <laughs> blieben die Schweizer hungrig nach mehr Toren. Ihre Belohnung kam in der 54. Minute, als Xherdan Shaqiri mit einem fantastischen Distanzschuss auf 2:0 erhöhte. Shakiris Tor war ein wahrer Augenschmaus und betonte seine Klasse und Bedeutung für das Team. Ungarn gab jedoch noch nicht auf. In der 66. Minute scored Adam Salai after a quick counterattack to make it 2-1. This moment sparked the fighting spirit of the Hungarians, who then pushed harder for the equalizer. However, the Swiss defense and goalkeeper Sommer remained steadfast. In the last 10 minutes of the match, Jakin focused on defensive stability and made some tactical substitutions. This strategy paid off as it disrupted the rhythm of the Hungarians and allowed Switzerland to regain control of the game. In der Nachspielzeit machte Ruben Vargas mit einem Kontertor den Sack endgültig zu und erzielte das 3,1 Endresultat. Dieser wichtige Sieg in der EM-Qualifikation sorgt dafür, dass die Schweiz weiterhin fest im Rennen um die Teilnahme an der Europameisterschaft bleibt. Mit beeindruckendem Teamgeist und überzeugender Spielweise hat die Mannschaft von Murat Yakin erneut ihr Potenzial demonstriert. Die Fans trugen ebenfalls maßgeblich zum Erfolg bei. Über 30.000 Zuschauer im St. Jakob Park in Basel sorgten für eine fantastische Atmosphäre und unterstützten die Spieler lautstark. Die Bedeutung des Heimvorteils konnte man an diesem Abend deutlich spüren. Viel Lob gab es nach dem Spiel für die individuellen Leistungen der Schweizer Spieler. Briel Mbolo wurde nicht nur zum Man of the Match gewählt, sondern erhielt auch anerkennende Worte von den Experten. Sein frühes Tor und seine konstante Präsenz im Angriff machten ihn zu einem zentralen Faktor des Spiels. Ebenfalls hervorgehoben wurden die Leistungen von Granit Saka und Jan Sommer. Die in den entscheidenden Momenten Stabilität und Sicherheit ausstrahlten. Trainer Murat Yakin zeigte sich nach dem Spiel hochzufrieden. Es war eine großartige Leistung des gesamten Teams. Wir haben bewiesen, dass wir starken Gegnern standhalten können und wichtige Spiele für uns gewinnen können. Jetzt gilt es, diesen Schwung mitzunehmen und auch in den nächsten Spielen weiterhin so aufzutreten. Marco Rossi ließ sich trotz der Niederlage nicht entmutigen. Wir haben gegen eine sehr starke Mannschaft gespielt und einige gute Ansätze gezeigt. Es gibt Bereiche, in denen wir uns verbessern müssen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir in den nächsten Spielen wieder angreifen können, so Rossi in der Pressekonferenz. Insgesamt war dieser 3:1-Sieg gegen Ungarn ein wichtiger Schritt für die Schweiz auf dem Weg zur Europameisterschaft. Mit solchen Leistungen dürfte das Team sicherlich noch für Aufsehen sorgen und ihre Fans weiterhin begeistern. Die nächsten Spiele werden entscheidend sein und zeigen, ob die Schweiz ihr Niveau halten kann. Autor Anita Farke, Sonntag, 16. Juni 24.